So Leute, ich bin's, Partymu. Und ja, ist halt heute Osterspecial. Ja, dachte ich mir, Facecam lasse ich halt aus. Braucht's gerade nicht meine Fresse sehen. Na Scherz. Und ja, also es ist heute Osterevent. Das läuft noch bis Montag, glaube ich, wenn mich gerade nicht vertue. Das heißt, sind alle vier Events auf einmal, ja, die sind über den Questgeber. Und ja, ich habe heute schon sehr viel Bier getrunken, ich darf leider keins mehr trinken. Und ja, es hat sich bei mir einiges schon getan, vom Level her. CC 54, ja, Spiegel auch heute gemacht. Ich schaue, dass ich morgen vielleicht einen Spiegel zusammenbekomme, weil das wäre schon geil. Ja, jedenfalls das, ja, also halbwegs gilt halt Stärke und Geschick, also gestern und heute halt fleißig schon zockt, gestern auch die 300 Alu gemacht, so wie heute, was 5 Stunden entspricht, Intelligenz auch geskillt, außer auch und Glück, und ja, sogar Osterepic, halt Glück und das und ja, zur Info, ich bin gerade bei Chris oder wie ihr ihn vielleicht kennt vom letzten Let's Play Video als Cortez, wenn man so ausspricht. Ja. Okay, er hat gerade ja gesagt, das heißt ihr, falls euch wundert, what ist da bei dir los? Ja, das ist durch die Schatzkammer. Ich habe mir gestern Pilze gekauft, hatte 600, jetzt weniger, weil manche habe ich für die Sachen bei Festung halt, also das steht ja fest, für die Festungssachen halt, verwendet, schneller fertig sind. Aber nicht gleich für alles, ich habe auch einige schon geblättert und heute wieder Pepix geblättert. Und das war halt draußen, sonst hätte ich schon draußen Video gemacht, aber nee, während der Busfahrt und so, weiß nicht, ja, macht nichts. Na halt, ja. Wird irgendwie merkwürdig rüberkommen, so am Handy da so, ja Leute und so, und ja, und Leute denken sich, was geht da mit dem ab? Ah ja, na halt, das ist ja Schatzkammer auf Stufe 7 derzeit. Derzeit mache ich die Akademie auf Stufe 8. Und ja, wenn ihr euch fragt, warum hast du so viel von Sachen, ich habe einige schon angegriffen, einige Gegner. Und ja, von meinem Level her, ich weiß nicht, ob es man als Weltrekord bezeichnen kann, vielleicht nicht, vielleicht doch, dass ich halt von meinem Level her schon sehr hoch bin und ja, von Platzierung auch geil, weil schaut's mal, also ich rede jetzt nicht die Platzierung, sondern die Platzierung für Festungen. Ah ja, in der Gilde hat sich kaum was wirklich getan. Okay, ja, halt da, wo ich geschrieben habe. Ja, Chris ist on sogar, weil ihr auch Quest macht. Weil ihr heute Event ist. Quest ist fertig für die Leute, die es F kennen. Er hat wie scheint übersprungen. Weil nach einem Schlag wäre kaum so schnell hin, glaube ich, dagegen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der Gegner war 100% kein Gorn hin. Ja, jedenfalls, ja, wir haben einen neuen in der Gilde, den Freaky Boss. Ja, der ist halt wegen dem Gewinnspiel, wie scheint, dabei, weil ich habe den halt in Gilde genommen, der hat mir halt da vor einigen Tagen geschrieben. Und ja, und derzeit von Leuten wegen Gewinnspiel habe ich dabei keine neuen eigentlich, was mir auffallen ist. Aber ja, so Leute, dann werde ich mal blättern, das was zum Gucken hat und ich was zum Reden. Nur überlege ich, ob ich die Schuhe kaufe. Na, ich blätter lieber einfach. Scheiße, kein Internet. Was? Das kommt davon, wenn man im Keller ist, Leute. Keine Internetverbindung. Ja, das ist aber an. Okay, tut mir leid, Leute. Keine Ahnung, was da los ist. Oh, passt es wieder. Gut. Dann blättern wir mal. Okay, nein.
Ah ja, stimmt, ich hab eh Schuljahr. Ja, stimmt, ich guck mal erstmal die Sachen durch, die ich habe, weil ich habe eh ein paar Sachen, die falls gut wären. Ich mein, das geht mir derzeit Glück. Oder ich bleib da weil beim Glückdings da und ersetze vielleicht da weil nur die Schuhe. Halt, einige Items sind halt durch die Quest her zur Info. Der Rest ist gleich eh. Warte, oder? Ja. Ich glaube, der Rest zum Verkauf, weil die Sachen mit Slots. Schau, ich achte jetzt mehr auf Items mit Slots. Und ja, weil. Wenn ich Edelstein habe, ist ja so das viel besser. Weil da kann noch Edelstein reingeben und ich achte nicht mehr auf die Items ohne Slots. Weil das bringt sich nicht wirklich was, finde ich. Ich meine, Leute können es eh machen, wir wollten nur halt. Ich würde euch empfehlen, tut's lieber, wenn ab Level 25 kann vorkommt, dass Items findet mit Slots. Dass ihr mehr auf Items guckt mit Slots. Und ja, wegen halt, wenn mal Ildsteinmine hat beim Festung, Dings da und so und ja. Oh, geil, und ein EP. Ich dachte, rechts dann nehmen wir auch. Wartet, ich schau noch das an. Bist deppert, ist schon gut, nur der Anfang. Ach, scheiße. Anfang schatten wir weniger Leute, aber der Biss schatten wir mehr. Durchschnitt. Habe ich gerade Durchschnitt gesagt? Durchschnitt. Scheiße. Ich meinte Durchschnittsschaden wäre mehr. Warte, Leute, ich zeig mal den Chris. Guck dir mal an. Ist episch. Ich kauf halt einfach, weil. Okay, Anfangsschaden ist weniger, trotzdem. So, Leute, dann kaufe ich. Okay, passt. So, dann gucken wir mal. So, ich habe derzeit so auf 23, 32. Ich guck nochmal, weil ich. Okay, 23. Ja, okay, passt. So, rüsten wir mal aus, also anziehen. Und das ladet, weil. Ja, bin halt im Keller und ja, Internetverbindung gerade nicht so gut. Geil! Anfangsschaden ist fast der gleiche, etwas weniger. Aber ja, 23. Schau mal, wie viel ich jetzt hitte. Zuvor war es 23.000 irgendwas bis 32.000. Nice. Ja, ich. Okay, also doch gut entscheidet. Ja, okay, außer ist etwas weniger, aber ja. Macht jetzt nicht so viel, weil als Magier ist eh meist mehr. Oh. Okay, bei Glück bin ich fast auf 40%. Okay, auf 39. Weil das auch eins geht. So Leute, dann blätter ich mal weiter, Gold habe ich genügend. Nur halt Pilze gehen auch mit Zeit aus, falls ich wieder was episch geiles finde. Was episches. ich überlege wegen Handschuhe, ob ich da wegen Ausdauer gucken soll. Warte, ich habe ja Handschuhe, ja mit Ausdauer 91, die wären Ausdauer 84, also nah. Die sind da besser. Ja, dann guck da weil nicht wegen Handschuhe, weil ich überlege die Handschuhe, die ich derzeit trage, mit dem Glück vielleicht auszutauschen gegen Ausdauerhandschuhe, dann habe ich eh wieder halbwegs auch was in. Und endlich. Nein, derzeit auf Ausdauer gleich mehr. Ja Leute, Infos wegen dem Gewinnspiel. Es ist so, Mindestlevel ist, was habe ich gleich gesagt? Level 20. Oder heich Level 2. Chris, weißt du vielleicht noch früher, was man da geredet hat? Die Schuhe sind ich geil. Level 25. Level 25? Na, ich glaube 20. Ja, keine Ahnung. Na, jedenfalls, Leute. Okay, ich sollte mal die Items schon verkaufen, weil. Hab geilere Schuhe wieder gefunden, Chris. Ja? Mit mehr Ausdauer. Bist du depper, da gefällt mir. So, da verkauft das mal Platz ab wird. Jedenfalls machen wir Mindestlevel 20. Jedenfalls, oh man, wird die Waffe da als episch und dann noch dies und da. Ah.
Leid ist nicht euer. Na, jedenfalls, Leute, Mintos Level 20, sagen wir halt einfach, ja, geht mir da fast auch wegen Skillung, aber jeder von der besten Klasse, also der beste Kundschafter, bester Krieger, bester Magier, der bekommt, wenn das Gewinnspiel zu Ende ist, eine 10 Euro Passive Card. Ja, Mintos Level ist 20 und ihr sollt den Text stehen haben, den werde ich dann bei dem Video eh hinzufügen. Wartet, ich guck mal. Ah, ich kaufe die Handschuhe. So, jedenfalls, ja, den Text wird dann eh bei der Beschreibung zum Video hinzugeben. Was halt dann bei euch im Profil stehen soll, eh das, was Freaky Bosch da stehen hat, weil ich habe beim ersten Video, wo wegen Gewinnspiel stehen. Und das sollte halt da bei euch im Profil stehen, aber ich werde es eh noch bei Charakter, nicht Charakter, das soll halt die neue Charakterbeschreibung stehen, wird dann in der Videobeschreibung stehen, damit ihr wisst, was halt bei eurer Charakterbeschreibung sein soll. Und Leute, ab Level 10 könnt ihr Briefe, ab Level 10 könnt ihr Briefe schicken. Ab dazu sollt ihr auch eure E-Mail bestätigt haben. Ist halt vom Game so. Und da wäre gut, wenn ihr mir dann schreibt, damit ich halt Bescheid weiß, weil dann könnt ihr mir schreiben, hey ja, wegen guck mal auf mein Profil, da ich halt da stehe. Und ja, halt als wegen das Bescheid, was einfach, dass ihr da teilnehmt. Und ja, wäre auch noch geil, wenn ihr dann noch, falls vorhabt, in mein Gilde zu kommen. Da haben alle was davon. Derzeit haben wir eh Erfahrungsbonus, eh von einiges Sachen her noch. Ich werde vielleicht heute ausbauen. Also ich habe eh überlegt, ich werde erstmal blättern. Items kaufen halt da, was so gibt. Und den Rest, falls der Gilde spenden. Und ja. Noch ein Epic. Oh. Ach was. Das Epic. Da schaut es. Rüstung wird besser. Um einen Punkt weniger bei Attribut. Und das kauft nicht, weil sonst hätte ich jetzt 15 Pilz weniger wieder. Ich hab den Scheißdreck doch runtergeladen. Das will er jetzt schon wieder. Du hast nicht YouTube über PS3 eigentlich sonst? Sonst schon. Weil ich hab mir jetzt gedacht, wenn ich jetzt auf der PS4 mache, das mit dem Code und so, ne? Macht aber letztendlich, falls dann quasi fertig ist. Ich weiß ja nicht, ob es fertig ist. Bis 17:03. Oh, okay, braucht noch. Na, ist ja 16:58, als zumindest bei mir. Wie spät ist bei deinem Handy? Jetzt ist 59. Ja, in der Zeit, wo du guckst, ist 59. Schau, Shage. Shage langweilt sich gerade. Der spielt da gerade mit diesem Baldings da. Oh, ich hab schon fertig. Er hat fertig geladen, das Blättern her. Okay, ich glaube, es bringt jetzt fast kaum was mehr wirklich zu blättern. Oder gucken wir mal. Das passt eh. Ja, das geht, das ist eh gut, das auch, das passt. Ja, ich meine, eigentlich, höchstens vielleicht das, ich meine, wenn das auf Intelligenz, sagen wir, 90 irgendwas oder 100, okay, jetzt, Warte mal, Leute. Ich tu mal wieder Tränke nachtrinken. Dann brauche ich nicht dran denken. Und ja, so ist auch praktisch. Dann, ja. Okay, also ich Das bedeutet, ich konzentriere mich jetzt mehr auf so Robemäß. Oder warte, guck mal. Ah, okay. Das Glück finde ich vielleicht sogar noch was zu Ostern. Wo? Was meinst du, Chris? Jedenfalls schaue ich dabei. Geschenke oder sowas. Wo ist der Geschenke? Na, wenn Ostern ist.
Vielleicht um 20 oder so von den Tanten. Ach so, in echt, ich dachte in SF meinst du. Wegen so episch durch Dungeon vielleicht. Krass. So Leute, scheiße, ich sollte nicht alles verblättern. Okay. Schauen wir mal. Na, jedenfalls Jagdwindspiel halt da stehen haben. Wäre halt schon gut. Das ist halt Bescheid was. Und ja. Okay, also. Blätter mir noch einmal im Waffladen. Jedenfalls Leute halt das einfach stehen haben. Wegen, aus der 100, ich guck mal, nein, es passt eigentlich eh so, find ich, meint nur wegen, dass jetzt statt Ausdauer halt, da habe ich überlegt, statt Intelligenz Ausdauer, na, das mache ich nicht, passt eh so, jedenfalls mindestens Level 20, und ja, ich meine, die Infos habt ihr eh, denke ich, schon mal, ja. Einfach das Mindestlevel 20, das dann den einen Text in der Charakterbeschreibung stehen hat. Schade, dass das nicht mit Ausdauer ist, das. Ah, ne? Okay. Okay, das heißt, vom Blättern lasse ich derweil. Irgendwas ist in der Festung. Ah, Edelstein fertig gescheint. Ernsthaft geschickt. Ne, 34, ja. So, suchen. Jedenfalls, und ja. Und Ende des Gewinnspiels hätte ich überlegt. Wartet sich schon mal, wie lang das schon läuft. 17 Minuten. Wer guckt das von euch so lange an? Keine Ahnung. Ah ja, machen wir dann schon noch mal. Ich tu noch vielleicht etwas gillen. Ah ja, na jedenfalls, ist halt so, ich habe überlegt, dass vielleicht bis Ende, das Ende des Gewinnspiels dann ist, wenn nächstes Erfahrungsevent ist, hätte ich überlegt. Und ja, also wäre schon was, finde ich. Weil, ja, das einiges an Zeit hat fürs Gewinnspiel. Und ja, ich meine, ich denke mal, das würde vielleicht gehen. Und das einfach halt schaut, dass ihr einfach halt dann guckt wegen, dass ihr, wow, Christian habe ich gerade besiegt im Dungeon. Dungeon geht. Scheiße, Mann. Ich habe zweimal Crit-Hits gelandet. Also, wo ich aufpasst habe. Jedenfalls, Leute, das Zeit habt zum Leveln, aber auch Skillen nicht vergessen. Nein, nicht anziehen, du Idiot. Du bist der Idiot, du tippst, ja. Cortez hat sich als selber als ein Idiot bezeichnet, stimmt's ja, Herr Cortez? Ja. So machen wir dann den Rabiater Räuber, den Gegner im Dungeon gleich. Okay, das wird ein langes Special. Hey, warte. Stimmt ja, das ist Oster-Special. Let's Play machen wir halt. Weil ja wegen Ostern. Hier. Rucksack ist voll. Okay. Uff. Ist das, was ich vorhin erhalten habe? Ich glaube schon. Ach, ich verkaufe mal die ganzen Items, weil. Ja. Die brauche ich eh nicht mehr. Also brauche ich eigentlich nicht. Jetzt schleppe ich eine Scheiße auch mit mir herum. Keine Ahnung, was gerade beim Chris abgeht. Aber ja. Jedenfalls Leute. Ja, halt. Ist halt so Oster-Special jetzt halt. Und ja. Ich finde gut, dass ich mit Schatzkammer ausgebaut habe. Einiges, weil. Wart. Okay, passt. Hab eh den Schlechtgürtel verkauft. Uff. Sollt wirklich mehr drauf achten wegen von Gürtel verkauft Dinger. Ja, jedenfalls. So, jetzt ist wieder Platz. Jetzt machen wir den Rabiatenräuber platt. Schauen wir, ob wir es überhaupt schaffen, aber ich denke schon. Oh ja. Oh, wir kommen da schon mit so einem Schatz.
Der kommt mit einem Crit, hä? Oh, wir kommen auch gerade mit einem Crit, bis der Pot. Ich hab den gerade über 100.000 Crit. Wow. Ah, geil, Chris. Epic. Was epic. Gucken wir mal, Leute, was das kann. Alle Attribute, Chris. Auch nicht. Weißt du, was der Text ist davon? Wer Monster tötet und verstümmelt, zum Ausgleich gerne Mörchen mümmelt. Frohe Ostern. Alle Attribute 56. Hat sogar Slots. Ich trage derzeit eine Ausdauerkette. 96 und... Ach, ziehen wir mal an, würde ich meinen, weil alle Attribute, ja, ich meine, ja, es geht. So, wieder mal da, skillen halbwegs. Auch so. Einen Pilz, nur einen einzigen, dann kann ich mir so richtig geilen Pilz holen. Hm. Also von die Werte her geil. Hm. Ja, hast du schon heute gedreht? Weil bei gratis drin kann es vorkommen, dass man drei Pilze meistens bekommt. Ich hab ein Item gekriegt. Okay. Achso, nee, passt eh, du bist ja noch nicht Level 25, das Slot-Items bekommen kann. Deswegen habe ich sogar reinguckt, falls du dich gefragt hast. Nein, weil was eh für dich da halt da. So, jetzt machen wir den Schattenalligator als sicher. Chris hat gerade tolles Item erhalten. Ja, das Ding ist richtig gut im Vergleich zu den anderen. Die zeig mal das andere. Ja, das waren die ich vorher hatte. Ja, das ist viel besser. Sag ich doch. Und den Schattenalligator habe ich auch gleich gelegt. Meine Güte, den nächsten. Warte, welche... Okay. Jetzt hast du es dir meine Schattenalligator-Tasche gemacht. Na, das jetzt gerade nicht, aber jedenfalls, Leute, ich habe gestern schon ein paar Gegner platt gemacht, deswegen habe ich extra gestern nicht alle Gegner platt gemacht, beziehungsweise heute nach Mitternacht, weil ich dachte, hier ich das für Let's Play auf, weil sonst wird es ja noch mehr Sinn, die ich platt machen würde von Dungeon gegen. Okay. Wenn ich noch Crit Hits landen würde, das wird ziemlich knapp. Würde ich jetzt ein Crit... No, nicht mal ein Crit-Hit. Sonst hätte ich den gelegt. Ja, und der landet bei mir ein Crit-Hit am Schluss. Aha, rechter, sicher, sicher. So, dann... Ich schau mal, ob ich den schaff. Und den nächsten gelegt und dann Epic. Bist du deppert? Leute, ich räume sowas von ab. Ich bulldozer sowas von. Hab ich mich da jetzt gerade nur verguckt, oder ist das wirklich der Dieter? Nein, das sieht nur so aus wie schon. Das guckt gerade YouTube zu Info, Leute, falls euch gerade fragt, was da abgeht. Kette bringt 3. Oh, scheiße, ich habe vergessen auf OK drückt statt das zurück. Okay. 53, das 56. Ich meine, Leute, selbst wäre das paar Punkte etwas besser, würde ich trotzdem die Oster-Epic-Kette anlassen, weil das wegen speziell wegen Oster-Epic, ja. Und auch jetzt ja nicht jeden Tag zu bekommen. Tu mal kostenlos Gegner wechseln. Ja, ihr seht jetzt auch Kampf, nur halt den werde ich da so überspringen, so auf Band gleich, dass flott geht. Ja, es ist mal so, dass ich nur zwei, dass halt auch meist mit zwei Kriegern geht, also mit zwei Soldaten. Die tue ich mal nachbilden. Ja, ich sag Nachbild, weil die weg sind, tue ich sozusagen Nachbild, dass mehr dazukommen. Ah ja, das neue dabei. Ihr wisst vielleicht, was meint. Das ist auch wieder weg. Fiese Monsterhase. Dungeon Gegner. Schauen wir mal, ist Ostern. Komm. Den hätten wir fast geschafft. Das Level 82 wird den fast geschafft. Bis deppert. Chris, guck. Okay, jetzt nicht. Vorhin hat er fast noch 30 Toss Leben. Boah, scheiße. Komm, mach mal auch noch fertig. Oi. Emo. Was? Wart kurz. Scheiße, wann drück ich auf Festung?
Ja, das Video zu dem Gameplay, zu dem Game habe ich eh schon gesehen. Falls ihr wissen wollt, worum es gerade ging, Leute, um Pokémon Go wegen Gameplay. Das habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Da fängt dann, was war das? Ich glaube, Ivysaurus. Ich glaube, Bisasam oder Bisasknosp mit dem Meisterball. Mit dem Meisterball. Leute, mit dem Meisterball denn. Ja, und Chris, bei ihm ist Musik. Hallo? So, wie ist das? Mach mal den Grabräuber. Ja? So. Alles klar, ruf mich dann an, wenn du da bist. Ja, wir haben den ja nicht geschafft. Okay, das wird nichts, glaube ich. Aber wir könnten das Höllenwesen besiegen, glaube ich. Chris, willst du zugucken? Höllenwesen. Ich vermute, dass wir vielleicht besiegen können, weil die anderen sind vom Level schon... Quit! Die Chancen stehen gut. Ja, ich habe gerade ein Quit gelandet, sogar. Scheiße, komm. Wir brauchen Quit wieder. Das Flotter geht etwas. Scheiße, nicht eher wir! Nein! Okay, geschafft. Ja, ich war mir unsicher, weil... falscher Quit. Und Epic Easter. Was? Osterepic. So Leute, ihr seht, ich bulldoze sowas von mir. Oh Mann! Auf 57, bis Depper, das heißt, bis Montag bin ich über Level 60, Chris. Ja. Läuft. So, schauen wir mal, was mir die Pantoffeln bringen. Nur Glück Epic. Ich hab derzeit ja den Ringglücks Epic. Ah ja, macht nix. Aber bist du narrisch. Was geil wäre, Epic, Oster-Epic die Waffe mit besseren Werten als was ich jetzt hab. Ja Leute, ich tu meist aus Gewohnheit auf Festdrücken, jetzt habe ich eh gezielt auf Festung drückt. Wir haben eh den Ghostbusters-Trailer letztes Mal angeschaut. Was ihr, das war, wo jetzt Frauen halt diesmal die Ghostbusters sind. Haben wir eh letztes Mal gesehen, Chris, das ist der gleiche. Aber ja, wie du willst. Na, jedenfalls, Leute, gucke ich meist wegen Festung halt. Nachgucken halt wegen, so wegen der Gegnerwechsel. Okay, wir schanden nicht, aber ja. Ist halt Gewohnheit bei mir, weil auch schau wegen die Festung. Ja, schau mal wegen Gilde, weil im Gilden-Chat steht jetzt dann, da, Chris. Wenn jemand letzten einen Dungeon komplett schafft hat, steht das im Gilden-Chat automatisch. Passt, somit habe ich den zweiten Dungeon auch gelegt. Schauen wir, vielleicht schaffen wir den fiesen Monsterhasen an. Ich sollte mal schauen, wie viel Pilze ich habe. 56 sollte sich noch ausgehen. So. Puh, ja. Leute, ich tue Ausdauer jetzt einiges. Und danke, Chris, noch, dass du mitzockst. Keine Ursache. Halt, bin froh, dass da wer mitzockt, wenigstens, weil, ja, der Nikola, der zockt derzeit das nicht so. Aber ja, mich stört's gerade nicht. Bin froh, dass Chris mitzockt. Oh, scheiße, ich hab fast das ganze Gold gerade fast verskillt. So. Also, ich habe eh noch ein paar Items zum Verkaufen. Da kommt eh wieder Gold dran. So. Passt. Hab mich jetzt einiges Geld in Ausdauer und den fiesen Monsterhasen gelegt. Ja. Und der ist Level 82. Auch nicht schlecht. Und ich bin Level 56, aber nach der Erfahrung bin ich jetzt Level 57, Chris. Also Leute, so schnell kann es gehen, da seht ihr. Wenn ihr gut geskillt seid, schau, und jetzt sieht so derzeit bei mir aus. Chris hat da schon Augen gemacht, sogar deswegen. So Leute, ich wage mich. Wir haben es wirklich getan. Was? Ein Warcraft-Film. WoW-Film. Warcraft. Ja, weißt du das nicht?
Doch, ich weiß es, aber... Den Trailer habe ich schon längst gesehen. Im Kino sogar. Nicht doch. Ich habe gedacht, es ist einfach nur irgend sowas wie Half-Life 3, dass das kommen soll und dann kommt es doch nicht. So Leute, ich probiere noch einmal Dungeon. So, wobei Grabräuber und Halsabschneider eh nicht aussehen sogar. Dann noch Ninja Turtles 2, ja, ich mache eh noch Let's Play. Okay, Leute, den schaffe ich jetzt nicht mehr. Geblättert habe ich schon. Dann verkaufe ich mal die Items. So. Ich greife irgendeinen Gegner an. Ach, den sollte ich schaffen. It's tricky! Gestern hat das erst beim Kultauftritt der Björn von Run DMC. It's tricky. Oh, okay, den Gegner haben wir gelegt. Oh, ne, It's tricky Remix, wie scheint. Geht so der Remix. Ja, jetzt passt. Chris? Gerade wie viel Gold ich jetzt der Gilde spende? Wie viel? Warte kurz. Okay. Gerade. Chris. Chris. Gerade. Ist wieder auf? Da wirst du angezeigt als auf. 15.639. Chris. Ja, ich habe mich noch ein Skill, sonst wäre es eh etwas mehr. Oh, geil, Bieber! Und wie heißt Rocksteady der? Rocksteady und Bieber. Oh, geil! Und der Casey Jones. Ja, passt. Noch. Da sehe ich dann halbwegs über hinweg, dass ich die Gesichter... Oh, Megan Fox. Okay, da sehe ich erst recht weg, dass die Turtles die Gesichter dass nicht die so Turtles gut aussehen. Haben, ne? Ja, obwohl man die nicht verschauen sollte. Da werden sie Rocksteady und Bieber umso besser hingekriegt. Ja, es geht, oder? Ja, es geht. Ja, ich meine, den Nashorn, ich weiß gerade nicht, welcher von... Okay, Rocksteady sah früher gleich etwas besser, oder? Zeig mal Cartoon-Ausschnitt, dass ich noch weiß. Ich weiß nicht. Jedenfalls, so, jetzt gehe ich mal in der Gilde, was... Da muss ich dann auf Google, weil da habe okay. Ich dann eher die Chance, ein gutes Bild zu kriegen. Okay. Chris, ich tue mal Mitgliederlimit erhöhen. Ja. Ist auf 25 jetzt, weil sie wegen, dass die Kosten mehr sind für Gegner. Oder Goldbonus, Chris, 50% Goldbonus. Erfahrungsbonus wird jetzt auch auf 50 hochgezogen. Oh. Ging sich leider nicht mehr aus, Chris. Chris? Hm? Ging sich nicht mehr aus. Ja, Rocksteady ist das Nashorn. Chris? Chris? Ja. Es ging sich leider nicht mehr aus. Aber auf 46%. Da guck. Chris? Hm? 46% Erfahrung, 50% Goldschatz, 50% Festung. Das jetzt kostet mit Pilze zur Info. Das heißt, die Gildenbeschreibung wird auch umgeändert. Ups. Goldbonus 50, Erfahrung 46, mit R3 tust du zu Info zoomen, glaube ich, halbwegs, oder? Mit R3, glaube ich. Ja, oder halbwegs irgendwas zoomt. Nein, es geht mir darum, dass... Okay, rein. Na, ich habe irgendwie anders in Erinnerung, glaube ich. Ja, ganz. Nee, warte, das Bild, das ist mehr, glaube ich. Okay, nee, dann passt eh ungefähr, wie sie ihn gemacht haben bei dem Film, finde ich. Ja. Aber, ja, na, passt eh. Okay, jedenfalls um 25. Also Leute, wir haben noch Platz für 20 Leute zur Info. Ja, das ist der Cartoon-Serie, das ist so ganz... Ja, ich sehe es gerade, ja. Also Leute, wir haben sogar Platz für 20 Leute noch. Und
Ja, was kann man noch jetzt sagen? Jetzt gibt's eigentlich nichts mehr wirklich zu tun. Ah ja, Chris, guck mal, wie viel ich bei 10 Stunden Startwache bekommen würde. 6.820. Aber ich mache bis 0.20 Uhr. Chris bei 7 Stunden bekommt 4.774. So Leute, und das war's mit dem Let's Play Special Gewinnspiel Info Dingster. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Chris, willst du irgendwas noch sagen? Hoffentlich machen viele mit beim Gewinnspiel. Ja, dann seht ihr, ihr habt einiges an Bonus in unserer Gilde, habt jetzt brav gespendet. Bin ja Gildleader, sollte ja auch da am meisten spenden, finde ich. Ja, aber auch nicht mein eigenes Skill vernachlässigt, was ihr auch nicht tun solltet. Aber ja, okay, dann schönen Tag noch. Und ja, Chris ist da halt. Ich bin gerade bei Chris zu Hause, falls ihr euch fragt, warum Chris da dabei ist beim Let's Play. Aber ja, also zumindest beim Hören. Ah ja, okay, ciao.